erstens mal bin ich immer zuversichtlich. Ich habe keine andere Wahl. Ich bin so aufgewachsen. Ich bin... ja, warum bin ich immer zuversichtlich? Ich bin als Siebenjähriger aus einem Land ausgereist und habe noch dabei zugeguckt, wie Panzer und Bomben und Soldaten und alles durcheinander geraten ist und sich alle gegenseitig zerstört haben. Und das ist wie so ein Sinnbild wie Phönix aus der Asche, keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich da raus und du weißt halt hinter dir, oder ich wusste es wahrscheinlich nicht als Kind, aber irgendwie hinter dir wird gerade alles zerstört, alles wird platt gemacht und ist auf dem besten Weg dorthin, alles platt gemacht zu werden. Und du fährst irgendeinem neuen Land entgegen, irgendeiner neuen Hoffnung, du hast eine riesige Angst davor, riesige Unsicherheit und. Aber dann kommst du da an und merkst, das ist gar nicht so schlimm und so weiter. Also du erlebst wirklich unsichere Momente und das Ergebnis daraus, die Essenz, dass es gar nicht so schlimm ist. Dass es immer schlimmer ist, als man denkt und. Und ich glaube, daher ziehe ich meine Zuversicht und deswegen, ich bin immer zuversichtlich. Das heißt, ContentSquare wird groß werden. Nochmal ganz kurz, warum ContentSquare groß werden wird. Erstens, weil es ich will. Zweitens, weil das Team es kann. Und drittens, weil der Markt dafür da ist. Ganz klar. Ich glaube, bessere Bedingungen können wir nicht vorfinden. Klar, die Wirtschaft, das ist noch eine andere Sache. Mal gucken, was da jetzt der nächste Downswing sein wird. Und der wird jetzt kommen in den kommenden Jahren. Aber auch das muss ein Unternehmen überstehen können und ja, der Markt ist dafür da, der Markt explodiert enorm, entwickelt sich extrem granular aktuell, dann wird eine Konsolidierung stattfinden und. Was müssen wir aber dafür tun, um ContentSquare richtig groß zu machen? Wir müssen eine Brand daraus machen. Eine Brand ist für mich das, ein Unternehmen, das muss nicht mal ein Unternehmen sein, einfach eben eine Brand, eine Marke, jemand, etwas, eine Organisation, eine Person, ein was auch immer, der etwas verspricht und dieses Versprechen immer hält. Das ist für mich eine Grundlage von der Marke. Was werden wir tun müssen? Wir werden Akquise machen, wir werden Inbound-Marketing machen, paid und organisch. Wir werden höchstwahrscheinlich Events veranstalten, wir werden viele Marketingkanäle erschließen, beziehungsweise nicht viele Marketingkanäle erschließen, wir werden viele Marketingkanäle testen und einige davon erschließen und wir werden ein Zentrum dafür bauen. Das wird unsere Website sein, eine völlig neue Website, eine völlig neue Content-Website-Experience. Für Besucher unserer Website auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wir finden noch keine richtige Lösung, keinen richtigen Ansatz, aber wir müssen enorm ins Team investieren. So, und das sind eigentlich die zwei Invests. Das heißt, ich bilde die absolute Basis dafür, für Servicequalität, für Performance, für eine richtige Schlagkraft, für Leistungen, die wir hier intern erbringen können und wir rollen das Ganze als Marke aus. Das heißt, es gibt zwar noch einen Hidden Agenda-Punkt, den ich leider noch nicht ansprechen kann oder komplett erläutern kann. Es läuft auf jeden Fall darauf hinaus, dass wir dieses Jahr eine enorme Basis schaffen werden für nächstes Jahr. Naja, und wir werden diesen einen großen Schritt machen, der uns wirklich einen mega Push verpassen wird. So, also... ich bin absolut zuversichtlich, die Stimmung ist gut hier, ich weiß, dass wir dafür bestimmt sind, etwas aufzubauen, das echt eine große Reichweite, einen großen Einfluss, einen großen Impact haben wird, das viele Leute noch zusammenbringen wird hier, die sich vorher nicht gekannt haben. Und ich gebe uns noch so 2-3 Jahre, dann wird das in Anführungszeichen erreicht sein, es wird nie erreicht sein, aber... Wir werden ein gutes Stück davon erreicht haben und wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall enorm wachsen. Wir wachsen dieses Jahr schon enorm, 100%. Aufs kommende Jahr wachsen wir wieder 100%. Und nur ist der Unterschied dann halt echt ein ganz krasser vom letzten Mal auf dieses Jahr. Die Umsatzgröße zu wachsen, das ist noch stemmbar. Jetzt von diesem Jahr aufs kommende 100% zu wachsen, das wird heftig. Aber auch da bin ich zuversichtlich, das wird funktionieren. Dann wird das ziemlich krass.